Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video aus der Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mit dem wichtigen Begriff der Massen- und Verteilungsfunktion. Wir haben im letzten Video ja bereits das Konzept der Zufallsvariable kennengelernt. Das war im Grunde nur eine Abbildung, die Elementarereignisse aus Omega abbilden soll auf eine Teilmenge der reellen Zahlen. Und heute lernen wir eben die Massen- und Verteilungsfunktion kennen als zwei ganz wichtige Funktionen, die es einem helfen, eben mit diesen Zufallsvariablen einfacher arbeiten zu können. Dazu können wir das erstmal rein formal definieren. Also wenn ich so eine Zufallsvariable x habe, dann nenne ich dieses klein p von x, definiert als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable den Wert x annimmt, nenne ich Massenfunktion. Das heißt also, dieses klein p soll mir einfach zu jedem Wert x angeben, wie wahrscheinlich ist es, dass die Zufallsvariable diesen Wert annimmt. Und das nenne ich dann Massenfunktion. Und genauso könnte ich die Verteilungsfunktion definieren. Die bezeichnen wir in der Regel mit einem Groß F. Und damit meine ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner oder gleich x annimmt. Das kann ich erstmal so definieren. Und ich möchte gleich auch noch über zwei Beispiele reden, einfach um noch ein bisschen klarer zu machen, was diese Massen- und Verteilungsfunktion dann konkret bedeutet. Aber zuerst möchte ich noch über eine wichtige Eigenschaft reden. Und zwar ist es eben so, dass wenn ich mir diese Summe hier anschaue, wo ich die Massenfunktion aufsummiere über alle Elementarereignisse, die die Zufallsvariable so annehmen kann, dann kommt dabei natürlich immer 1 raus. Das muss so sein, weil wenn ich über alle Elementarereignisse aufsummiere, muss die Wahrscheinlichkeit natürlich 1 sein. Das ist im Grunde eine Kombination aus dem kolmogorowschen Axiom 2 und 3. Diese einzelnen Ereignisse x gleich 1, x gleich 2, x gleich 3 beispielsweise, die bilden disjunkte Mengen. Ne, weil die Zufallsvariable x kann ja nicht gleichzeitig 1 und 2 sein. Also diese Ereignisse x gleich 4 zum Beispiel, die sind disjunkt, paarweise disjunkt. Und deren Summe ergibt natürlich wieder ganz, oder deren Vereinigung ergibt natürlich wieder ganz Omega Stern. Denn die Wahrscheinlichkeit davon muss 1 sein. Also im Grunde folgt das direkt aus den kolmogorowschen Axiomen hier. Das werden wir noch mal brauchen, ein paar Mal, deswegen kann man sich das schon mal merken. Also wenn ich einfach nur die Massenfunktion über alle Elementarereignisse aufsummiere, dann muss da immer 1 rauskommen. Gut, schauen wir uns mal so ein Beispiel an. Und zwar, wir haben es schon ein paar Mal gemacht, aber nicht in dieser Vollständigkeit. Wir betrachten jetzt mal die Summe der Augenzahlen bei zwei Würfelwürfen. Ich habe hier mal die Elementarereignisse so stehen, die dabei rauskommen können. Also ich könnte zum Beispiel mit beiden Würfeln eine 1 würfeln oder ich könnte eben eine 1 und eine 2 kriegen oder eben eine 2, 3, eine 5, 5, eine 6, 3 und so weiter und so fort. Ja, also ich habe 36 verschiedene Elementarereignisse in dem originalen Raum Omega. Und wenn ich jetzt die Zufallsvariable einführe, die diese Elementarereignisse eben halt auf die Summe dieser Zahlen abbildet, dann habe ich halt in diesem neuen Raum Omega-Strich, das ist der hier auf der Seite, habe ich eben noch die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind die hier. Und wie man sich auch leicht überlegen kann, sind diese Wahrscheinlichkeiten hier, also diese Elementarereignisse, die sind natürlich alle gleich wahrscheinlich. Und jetzt habe ich also genau ein Elementarereignis, welches dazu führt, dass meine Zufallsvariable den Wert 2 annimmt. Aber ich habe zwei Elementarereignisse, welche dazu führen, dass die Zufallsvariable den Wert 3 annimmt. Und ich habe drei Elementarereignisse, welche eben die Summe 4 ergeben. Ich habe vier Elementarereignisse für die Summe 5. Ich habe fünf Elementarereignisse für die Summe 6 und so weiter und so fort. Also diese Elementarereignisse im Raum der Zufallsvariable, die haben jetzt natürlich nicht mehr die gleiche Wahrscheinlichkeit. Ne? Während die Elementarereignisse hier noch die gleiche Wahrscheinlichkeit hatten, haben sie hier im Raum der Zufallsvariable nicht mehr die gleiche Wahrscheinlichkeit. Es ist ja viel wahrscheinlicher, dass die Summe 7 ist, weil ich dazu eben viele verschiedene Möglichkeiten habe, das zu erreichen, als zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Summe 12 ist, weil das geht nur dann, wenn beide Würfel jeweils die 6 zeigen. Und die Massenfunktion px von x, die soll ja jetzt gerade jedem Wert, den die Zufallsvariable annehmen kann, die Wahrscheinlichkeit dafür zuordnen, dass sie diesen Wert annimmt. Also
Zum Beispiel soll die Massenfunktion an der Stelle 2, soll eben der Wahrscheinlichkeit entsprechen, dass die Zufallsvariable den Wert 2 annimmt. Und das ist in dem Fall halt durch eins dieser 36 Elementarereignisse möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist also 1/36. Oder zum Beispiel für den Wert 3 soll diese Massenfunktion die Wahrscheinlichkeit dafür sein, dass die Zufallsvariable den Wert 3 annimmt. Das ist eben durch zwei dieser 36 Elementarereignisse möglich. Also ist die Wahrscheinlichkeit 2/36. Und entsprechend für 4 habe ich eben 3/36. Für die Summe 5 habe ich 1, 2, 3, 4/36. Für die Summe 6 habe ich 1, 2, 3, 4, 5/36. Für die 7 habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, nämlich 6/36. Und dann wird es wieder weniger mit 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 und zum Schluss noch 1/36. Die Verteilungsfunktion wiederum, die ordnet jetzt diesen Werten die Wahrscheinlichkeit dafür zu, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner oder gleich dem hier annimmt. Also die Verteilungsfunktion an der Stelle 2 soll also die Wahrscheinlichkeit dafür sein, dass diese Summe 2 oder weniger ist. Und dafür gibt es eben nur genau ein Elementarereignis, nämlich dieses hier. Das ist 1/36. Und die Verteilungsfunktion an der Stelle 3 soll eben die Wahrscheinlichkeit dafür sein, dass die Zufallsvariable 3 oder weniger ist. Und dafür gibt es eben drei Elementarereignisse. Das ist das hier plus die beiden noch oder diese obere linke Ecke. Das sind also 3/36. Dass die Zufallsvariable den Wert 4 annimmt, beziehungsweise 4 oder weniger annimmt, habe ich genau 6 Elementarereignisse, nämlich die 3 und die ich gerade schon hatte, und so weiter und so fort, sodass ich also dann hier zum Beispiel für den Wert 10 habe ich halt alles das, was hier steht, und die noch, und die noch, und die noch, und die noch, und die werden alle aufsummiert, und damit bin ich dann bei 33/36. Diese Funktion hier, die ergibt sich natürlich immer als Aufsummation dieser Massenfunktion hier. Das kann man sich relativ leicht überlegen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, ob die Zufallsvariable kleiner gleich 6 ist, dann bedeutet das ja, dass sie gleich 6 ist oder gleich 5 oder gleich 4 oder gleich 3 oder gleich 2 ist. Und diese Ereignisse gleich 2, gleich 3, gleich 4, die haben wir schon diskutiert, sind paarweise disjunkt. Deren Wahrscheinlichkeiten müssen sich also aufsummieren. Und dementsprechend muss sich dieser Wert hier immer ergeben als die Summe all dieser Werte. Und genauso muss sich natürlich ganz am Schluss, also der höchste Wert, den die Zufallsvariable überhaupt nur annehmen kann, da muss die Verteilungsfunktion eben genau den Wert 1 annehmen, weil das entspricht ja dann der Aufsummation dieser Massenfunktion. Da hatten wir gerade schon gesagt, die muss immer 1 ergeben, weil das im Grunde der Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis Omega entspricht. Ein anderes Beispiel, was wir uns anschauen könnten, ist, wir könnten nämlich diese beiden Würfel werfen und nicht die Summe, sondern zum Beispiel die kleinere der beiden Augenzahlen betrachten. Dann würden alle diese Elementarereignisse hier würden jetzt auf den Wert 1 abgebildet werden. Alle diese Elementarereignisse würden auf den Wert 2 abgebildet werden. All die hier auf den Wert 3, all die auf den Wert 4, die hier auf den Wert 5 und das hier das einzige Elementarereignis, was auf den Wert 6 abgebildet werden würde. Und auch hierzu kann ich mir wieder die Massen- und Verteilungsfunktion anschauen. Die Massenfunktion an der Stelle 1 ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable den Wert 1 annimmt. Und dafür gibt es 11 Elementarereignisse, die halt alle gleich wahrscheinlich sind. Also ist die Wahrscheinlichkeit 11/36. Den Wert 2, das bedeutet dann, dass die Zufallsvariable den Wert 2 annimmt. Und das sind eben in dem Fall 9 Elementarereignisse. Und dann habe ich noch 7 Elementarereignisse, die dazu führen, dass meine Zufallsvariable den Wert 3 annimmt. 5, die dazu führen, dass ich 4 rauskriege. 3 Elementarereignisse, die Summe 5, die kleinste Zahl 5 liefern. Und ein Elementarereignis, welches mir als Minimum diese 6 hier liefert. Und für meine Verteilungsfunktion ergibt sich jetzt wieder im Grunde nur die Aufsummation von denen hier. Also hier fange ich mit 11/36 an und hier steht dann eben halt 9/36 plus 11/36 sind diese 20/36. Das kann ich auch abzählen. Das sind dann ja diese Elementarereignisse plus diese Elementarereignisse, also das grüne und dieses beige hier und so weiter und so fort. Und am Ende lande ich hier natürlich auch wieder bei 1, weil die Zufallsvariable eben immer kleiner gleich 6 ist. Gut, das war es auch schon wieder. Wir haben den Begriff der Massen- und Verteilungsfunktionen kennengelernt, und wir werden
damit jetzt in Zukunft ein bisschen arbeiten. Deswegen macht es Sinn, die zu verstehen und im Gedächtnis zu behalten, was die jeweils bedeuten. Im nächsten Video möchte ich über den Begriff des Erwartungswertes reden. Da werden wir auch wieder diese Massenfunktion brauchen. Und wenn ihr da wieder mit dabei seid, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten erstmal bis dahin. Ciao, ciao.